Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video möchte ich mal kurz zeigen, wie Kondensatoren generell gekennzeichnet sind oder beschriftet sind. Ich habe dazu mal ein paar mitgebracht hier, wie man sieht. Und ich habe auch eine Tabelle vorbereitet, die ich einfach mal durchgehen möchte. Dazu ja, fange ich einfach mal hier an auf der linken Seite. Das sind jetzt hier die Becher-Elkos. Einmal THT, SMD, also bedrahtet und SMD-Bauform. Dort ist normalerweise die Kapazität in μF aufgedruckt. Bei den SMDs auch. Bei den Tantal-Elkos THT ist die Kapazität ebenfalls in μF aufgedruckt. Bei den SMDs ist eine Kodierung drauf, zu der komme ich gleich nochmal. Bei den bipolaren Elkos ist auch die Kapazität in μF aufgedruckt. Kommen wir hier auf der rechten Seite zu den normalen Kondensatoren, diesen keramischen Vielschichtkondensatoren. Da ist meistens eine Kodierung auch drauf in Picofarad. Bei den SMDs ist leider überhaupt nichts drauf, also gar keine Angabe. Und dann haben wir noch MKS oder ähnliche Kondensatoren. Da ist meistens der Wert in Picofarad oder Mikrofarad aufgedruckt. Bei der Polarität sieht es jetzt so aus, bei den Elkos, dass die Becher-Elkos, da ist der Minuspol gekennzeichnet, bei den Tantal-Elkos der Pluspol. Da muss man immer darauf achten, wenn man da diese Elkos in der Hand hat. Die Spannungsfestigkeit ist bei den Elkos meistens in Volt aufgedruckt. Bei den Tantal-SMD-Elkos meistens ist da dort keine Angabe oder in vielen Fällen. Manchmal ist er in Volt aufgedruckt, manchmal nicht. Bei den Bipolar-Elkos ist er generell auch in Volt aufgedruckt. Bei den normalen Vielschichtkondensatoren SMD wie THT ist meistens keine Angabe drauf. Und bei den MKS-Kondensatoren ist dort auch die Angabe in Volt natürlich drauf. Ich fange einfach mal hier an mit der linken Seite, das zu zeigen. Also, und zwar habe ich jetzt hier einen normalen bedrahteten Elko, den man hier sieht. Und dort kann man erkennen, dass die Kapazität hier in μ aufgedruckt, μF aufgedruckt ist, also 10 μF 35 Volt. Und man sieht jetzt hier dieses Minuszeichen, ist natürlich dann der Minuspol. Bitte hier nicht denken, der längere Pin ist Plus und der kürzere ist Minus. Wenn ich das abschneide, gilt das natürlich nicht mehr, sondern immer hier drauf gucken, was hier auf dem Bauteil aufgedruckt ist. Also hier Minus. Das wäre also dieser hier. Dann haben wir normalen SMD-Elko. Dort sieht es auch ja, ähnlich aus. Minus ist hier gekennzeichnet, das ist dieser dicke Balken. Hier ist die Beschriftung leider etwas ja, doof, sage ich mal. Da ist 330 zum einen und zum anderen steht dort 220 K. Also dieser Elko hat eine Kapazität von 330 μF und eine Spannungsfestigkeit von 220 Volt. Wenn man dann nicht sicher ist, unbedingt nachmessen, also die Kapazität dann nachmessen. Bei diesen SMD-Elkos ist es auch so, diese Schrägen hier an dem Plastikteil, wenn man das jetzt hier umdreht, die sind immer Plus, das ist der Pluspol. Das wären also diese Elkos. Dann haben wir hier den Tantal bedrahtet. Dort ist auch normalerweise die Kapazität in μF aufgedruckt, also jetzt hier 10 μF und 6,3 Volt. Und in dem Fall bei so einem Elko, bei so einem Tantal-Elko, ist der Pluspol gekennzeichnet, also jetzt hier in dem Fall das linke Bein. Das wäre also dieser hier. Dann haben wir noch Tantal-SMD-Bauform. Das ist diese Bauform hier. Sehr klein natürlich. Dort ist die, also manchmal sieht man da eventuell 10 μ drauf zum Beispiel. Aber oftmals sieht man hier so eine Kodierung drauf. 106 V. Das heißt natürlich jetzt nicht 106 Volt, sondern diese Kodierung 106 ist die Angabe in Picofarad. Und zwar gibt es dort dieser Code hier praktisch 104. Jetzt in dem Fall wäre zum Beispiel 10, also die ersten 10, beiden Ziffern 10 mal 10 hoch 4, 4 ist praktisch die dritte Ziffer in Picofarad. Also mit einer Kodierung 104 ist es ein 10 Nano. Ich habe jetzt hier 106. Dann wäre das also ein 10 μF Tantal-Elko. Plus ist hier gekennzeichnet. Das wäre also dieser.
Dann gibt es hier diese bipolaren Elkos. Und dort ist auch die Kapazität normalerweise aufgedruckt. Hier sieht man es 1,5 μ, 35 Volt. Und jetzt hier ganz wichtig zu sehen, AC. Das heißt also wirklich, das ist ein Bipolar-Elko, auch wenn man jetzt denken könnte, hier diese Seite ist Plus. Also diese Eindellung wird bei den normalen Elkos immer als Plus genommen. Pluspol. Und hier sieht man aber nochmal drauf, gelabelt Bipolar. Also da ist die Polarität egal praktisch. Dann haben wir hier die keramischen Kondensatoren. Das sind meistens die hier, diese Bauform. Und dort ist normalerweise auch eine Kodierung drauf. Das sieht man hier, es ist sehr, sehr klein. Da steht 104 drauf. Also das wäre dann hier nach dieser Kodierung wirklich ein 100 Nano. Wäre dieser hier. Es gibt auch noch die normalen, ja, kleineren keramischen Kondensatoren. Da steht jetzt meinetwegen direkt hier drauf 47. Und jetzt steht sogar die Spannungsangabe 100 Volt. Also das sind 47 Pico 100 Volt Kondensator. Oder zum Beispiel hier ist ein anderer, da steht nur drauf 5,6. Das heißt, der hat 5,6 Picofarad. Also die Angabe ist hier bei den keramischen Kondensatoren und bei den Vielschichtkondensatoren in Picofarad. Dann kommen wir zu den SMDs. Ja, und da sieht es eigentlich so aus. Da ist eigentlich gar nichts drauf. Das kann man generell nicht erkennen. Also da gibt es nichts zu erkennen, sage ich mal so, weil da nichts drauf ist. Deswegen muss man bei diesen hier, wenn man das jetzt nicht weiß, nachmessen. Und ich mache es dann immer so, dass ich auf der Rückseite dann hier aufschreibe, was das für einer ist. Das ist jetzt in dem Fall ein 4,7 μF sogar, also ein relativ großer mit 10 Volt Spannungsfestigkeit, das kleine Ding hier. Und zu guter Letzt haben wir noch diese MKS oder ähnlichen Bauformen. Das sind diese Bauformen hier. Dort ist in der Regel auch die Kapazität in μF aufgelabelt, also hier 0,22 μF. Und die Spannungsfestigkeit sind hier 250 Volt AC, also dieses Wechselzeichen, mit bestimmten Sicherheitshinweisen hier für diesen Kondensator, weil es vom Typ X2 ist, also für Kondensatornetzteile zum Beispiel. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass diese Bauform, ja, die sieht dann auch, kann auch so aussehen, das ist jetzt ein 1 μF mit 50 Volt Spannungsfestigkeit. Was ich noch zeigen wollte, ist auch noch mal so einer in dieser Bauform. Da steht jetzt hier erstmal drauf 63 Volt und oben steht 1000 F. Das heißt natürlich nicht 1000 Farad, das geht nicht, sondern 1000 Pico Farad. Also das ist hier ein 1 Nano Faradkondensator. Was habe ich hier noch? Es gibt doch diesen hier, diese Bauform, ist ja genau das gleiche im Prinzip. Da steht jetzt μ47K 63 drauf. Das heißt, es ist ein 0,47 μ, also 470 Nano mit einer Spannungsfestigkeit von 63 Volt. Also der gehört auch in diese Kategorie. Es gibt noch zig andere Bauformen natürlich. Hier ist auch noch mal einer so auch aus dem Kondensatornetzteil, glaube ich. Da steht jetzt wieder diese Kodierung drauf, 125, also 12 mal 10 hoch 5 Picofarad, 400 Volt. 12 mal 10 hoch 5 Picofarad sind 1,2 μ. Also auch hier diese Kodierung wäre möglich bei denen oder eben bei den keramischen. Jetzt hier nochmal, da steht jetzt nochmal drauf 10N und das heißt natürlich 10 Nanofarad dann in dem Fall. Ja, das war erstmal so der Hinweis, wie die so beschriftet sind, belabelt sind und ich hoffe, es hat geholfen und weiterhin viel Spaß.